consume. I think that's beyond me. That's me you're hitting! Na, Xot, die heil dich mal. Hey, that wasn't that bad. Worse than rough. Me and you are about to mix. Fenrir totstellen. Xoti, wo bist denn du? Das ist Xoti, okay. Alof, das da. Xoti, heil dich mal auch. You got the decency to die? Hey, are you blind? No! Very well. I think that's beyond me. Xoti, zieh dich mal zurück. That hardly seems fair. So. Happy to oblige. That's me you're hitting. Ach, da ist noch ein Vogel gewesen, okay. Happy to oblige. Von Pharos entfernt sich langsam von den zerbrochenen Wracks, die sich weit hinten gesammelt haben, und bricht aus den Rauchschwaden hervor. In der Ferne tobt Undras Mörse. Es steht nichts mehr zwischen dir und deinem Ziel. Ach, dann liegt die Flotte der Todesfeuergesellschaft zerstreut und gebrochen. Die übrig gebliebenen Schunken fliehen westwärts in Richtung Magrads Zähne und Sayuka. Björn klopft dir auf den Rücken. Wir haben es geschafft, Captain. Der Captain hat es geschafft, würde ich sagen, sagt Chito Peck und wischt sich den Schweiß und den Ruß mit einem Tuch ab. Wir waren einfach nur mit an Bord. Oswald kichert, blickt dann in Richtung des Mörsers. Nicht, dass wir es bereits durchgestanden hätten. Ruhe, schreibt Björn. Ein dreifaches Hurra für den Captain, ein dreifaches Hurra für die vom Pharos. Die Mannschaft schreit, brüllt und heult. Jubelrufe verwandeln sich in Schreie des Entsetzens, als etwas mit Wucht einer Explosion die Wasseroberfläche durchbricht, ein nahes Schiff in zwei reißt und Seeleute schreiend ins Meer stürzen lässt. Eine Kreatur erhebt sich aus den Wrackteilen. Sie sieht aus wie ein Monster aus glattem Adra und glänzendem Metall. Als Ingrim fällt auf die Hände und Knie und bildet zu allen Göttern, die zuhören könnten. Wano und Ingvitanisch gleichermaßen von unserer Brüsserie Kuhu. Als das metallische Muster einen amethystfarbenen Lichtschrei freisetzt, der ein zweites Schiff in zwei reißt. Beodul legt eine Hand auf deine Schulter. Die Götter waren uns hold, dass wir es soweit geschafft haben. Pompheus hat keine Chance gegen dieses Ding, was auch immer es sein mag. Unsere einzige Hoffnung ist der Sturm. Seraphin starrt dich an. Dieser Bastard hält direkt auf die Howard zu, auf Eldis. Wir müssen helfen, was auch immer es kostet. Fahrt alles ab, was wir haben auf dieses Ding. Vielleicht können wir ihnen eine Chance geben. Helfen wir mal, was es kostet. Die Oberfläche des Wassers wölbt sich und explodiert dann. Mit einem Gebrüll wird das Krachen der Brandung bricht ein Drache aus dem Wasser hervor. Die bekannt geschuppte Form von Skiorelaphas fliegt tief die Flügel knapp oberhalb der weißen Schaumkronen der Wellen hervor, bevor er seinen salzigen Atem über das metallische Monster sprüht. Das Monster wendet sich gegen den Seedrachen. Sie prallen aufeinander und zerfetzen sich gegenseitig mit ihren Zähnen. Es stürmt aus beiden heraus, als sie sich aus nächster Nähe mit ihren Fähigkeiten behaken. Chitofek Kraft, bei Onras Gnade, das habe ich nicht erwartet. Misch diesen Bastard so richtig auf, schreit ihm Meini. Der Matrose wendet sich dir zu und zeigt etwas. Hast du das gesehen? Das ist ein gottverdammter Drache. Ja, den haben wir befreit.
gehe jetzt, solange ich die Aufmerksamkeit dieser Kreaturen habe. So ist Hiras Stimme halt in deinen Gedanken wieder. Meine Schuld ist beglichen, Wächter. Beardo wendet sich von dem Blutbad ab. Captain, wir halten keine weitere Chance. Alle Seeleute sehen dich an. Wir haben es soweit geschafft, es gibt kein Zurück mehr. Eodas bedroht alles und jenen, den ihr kennt, was auch immer ihr liebt, was auch immer euch heilig ist. Wir sind hier, um es zu retten. Schluss mit dem Geschwätz. Alle Mann bereit machen auf den Sturm. Bereitet euch auf den Sturm vor. Denkt daran, welche Schätze uns auf der anderen Seite des Sturms erwarten. Nichts sagen. Nehmen wir die zwei. Chitterback zurück zusammen. Müssen wir das aber? Kann das nicht jemand anderes tun? Beardo nickt und schreitet vorwärts. Nicht einer von uns hat diese Aufgabe übernommen und gedacht, dass wir Helden wären. Aber hier sind wir nun. Lasst uns dieser übergroßen Böe zeigen, was in uns steckt. Wanders Mörser ragt sich vor dir auf. Er dominiert die gesamte Welt. Es beginnt zu regnen. Die Stimme von Wanders Mörser vereinnahmen den gesamten Horizont. Orkanartige Winde brüllen wie eine gefangene Bestie ihre schiere Kraft. Vermag die See selbst zu verzehren. Hinter dem Vorhang aus Regen und über die aufgetürmten Wellen hinweg kannst du gerade so die Umrisse einer gigantischen Adrassäule erkennen. Als dein spektrales Schiff in der Nähe des turbulenten Wärmhauses Mörsers segelt, legt sich eine tödliche Stille über das Meer. Der Wind lässt plötzlich nach, dass es dir vorkommt, als hätte eine Gottheit den Atem angehalten. Wie ein Vorhang aus Seiden flachen die Wellen über dir ab. Und nur die Nachwirkung des Eindringens seines Schiffes unterbrechen ihre Perfektion mit einer einsamen Falte. In geisterhaftes Nebengehüll driftest du mit der Geschwindigkeit eines Trauermarsches voran. Der Sturm bleibt weiterhin still und hält respektvoll Abstand vor dir. Obwohl du die Gefühle von Trauer und Falschheit, die sich durch deine Reihen ziehen, nicht abschütteln kannst, kommst du schließlich auf der anderen Seite von Ondras Mörser an. Du atmest erleichtert auf. Eine Insel droht am fernen Horizont, o Kaiser. Verzierte Türme ragen von der Insel empor und lassen eine Stadt in ihrer Nähe vermuten. Nicht jeder Teil von Okaiso hat in Jahrtausenden so würdig Vollstand gehalten. Andere Gebäude ragen hinein in die flachen Gewässer vor der Insel und machen sie so für Schiffe unpassierbar. Du entschließt dich, den Rest des Weges auf ein Beiboot umzusteigen. Ja, Gold, Gier und Gedärme erfolgreich abgeschlossen. Kaiso. Mhm. Müssen wir gegen die beiden jetzt noch kämpfen? So die Buffen. Der Buffen. Buffen. Seraphim, kannst du so ein Ding übernehmen? Wirkung auf Verfassung. Immunität Entschlossenheitswirkung. Immunität Machtwirkung. Ich kann das Ding übernehmen, tatsächlich. Hallo? Alof zu verhauen ist nicht nett. Damn the laddie!
Naja, die Titanen, also engetalischen Wachen, sind nicht so gefährlich. Sie sterben aber cool. Something I can do? I trust you. Okay. Nehmen wir an, es gibt kein Zurück mehr für uns. Hafen von Ukaiso. Hm. Dieser Trümmerhaufen bombt vor antiker Kraft. Ein schwaches Echo von einer Seelenenergie dringt aus den Tiefen dieses Wracks zu dir nach oben. Es ist wirklich die Frage der Adra-Oktopus oder Adra-Kraken. War das der Wächter, vor dem mich die Götter gewarnt haben? Oder kommt dann nochmal irgendwas anderes auf uns zu? Okay. Große Promenade als nächstes. Dann. Das hier sieht wie das Rad aus. Da wird wahrscheinlich Ondras Spitze danach kommen, so wie das aussieht. Und dann Moygweaf. Moygweaf und ansonsten gibt es hier wohl nichts. It's even scarier than in my dreams. Deaktiviere den Sturm, aha. Jetzt, wo ich auf Ukaiso eingetroffen bin, muss ich nur noch Eotas finden. Angenommen, dass er noch immer die Gestalt eines über 200 Meter hohen Kolosses hat, sollte das kein Problem sein. Eotas hält sich irgendwo in der Mitte der Stadt auf. Ein Turm der Sturm und ein Biawak versperren den Weg zu ihm. Beide scheinen von einem Turm in der Ferne zu stammen. Wenn es mir irgendwie gelingt, die Stimme zu besänftigen, kann ich Eotas erreichen. Die Erosion hat die bronzenen Züge weicher gemacht und der stolzen Statue etwas Brütendes verliehen. Ein wütender Sturm verdeckt den Blick auf die Stadt, die sich unter dir ausbreitet. Aber kennst du gerade so die Umrisse von Türmen in der Ferne, die sich aus den überfluteten Ruinen erheben? Geisterwinde zerren an deiner Seele mit einer heftigen Beharrlichkeit, wie strenge Hände, die an deinen Mantel ziehen. Du erinnerst dich an das letzte Mal, als du ein Bier wegbegegnet bist. Es kommt dir vor, als sei es eine Ewigkeit hier. Wir dürfen keine Zeit verlieren, gut. Okay, dann würde ich sagen. Ich lade den Speicherstand und speichere hier mal. Und dann werden wir nächstes Mal die große Rede halten. Wobei, ich will mal kurz gucken, können wir die Stadt runter? Nee, können wir wohl noch nicht. Ich hoffe, dass er Ahnung. Ich hoffe, dass seine Ahnung, wie man diesen Sturm abstellt. Sieht ungemütlich aus, geradezu fies. Diesen Sturm hinabzusteigen wäre Selbstmord, solange dieser unerbittliche Sturm tobt. Hm. Okay, das heißt, runter kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen hier wohl in den Turm rein. Macht Sinn.
Aber wie gesagt, wir speichern jetzt hier. Das ist dann LP089. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.